Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Spiel, dem Saisonauftakt am Samstagnachmittag gegen den SC Freiburg. Begrüße ganz herzlich Enno Maaßen, unser Trainer, und Kapitän Jeffrey Haoleo. Euch hier vor Ort auch wieder ein bisschen zahlreicher und alle Kollegen im Homeoffice ganz herzlich. Und vorab die Info von meiner Seite, dass unsere Fans aufgerufen haben, dass alle Fans am Samstag in Weiß ins Stadion kommen mögen, um ein schönes Bild abzugeben. Wir rechnen mit 24, vielleicht 25.000 Zuschauern. Also es gibt noch Tickets. Jeder Kurzentschlossene ist aufgerufen, ins Stadion zu kommen und unsere Mannschaft zu unterstützen. Wir werden auch Michael Gregoritsch verabschieden, der mit Freiburg dann zu Gast sein wird. Und hatten eigentlich auch geplant, Alfred Finnbogason und Jan Moravec zu verabschieden. Aber bei denen klappt es aus terminlichen Gründen nicht. Wir sind mit denen weiterhin im Austausch, wollen das baldmöglichst nachholen, sobald es terminlich bei ihnen klappt. So viel von meiner Seite. Die Fragerunde. Johannes Graf, du startest. Selbstverständlich. Hallo Herr Maaßen. Ja, wie groß ist denn die Vorfreude vor Ihrem ersten Bundesligaspiel in der Augsburger Arena? Vielleicht auch, wie groß ist die Nervosität, weil es ja doch irgendwie eine andere Situation ist? Ja, Nervosität nicht. Ich glaube, eine gesunde Anspannung ist da. Das ist aber immer so. Ja, das war auch bei meinen vorherigen Stationen so. Ich freue mich jetzt einfach auf diesen Tag. Ich glaube, wir haben jetzt hart gearbeitet, 6 Wochen. Ja, und es wird ein gutes Spiel. Deswegen hoffen wir, dass wir wirklich ein volles Haus dann auch hier haben, möglichst viele Zuschauer dabei sind. Aber wir sind heiß und freuen uns. 4:0 gegen Lohne hört sich sehr souverän an, war in der zweiten Hälfte auch sehr souverän. Was nimmt man aus diesem Spiel mit? Ja, ich denke einiges. Also wir haben schon auch in der ersten Halbzeit ein paar Dinge wirklich gut gemacht, auch wenn es vielleicht dann nicht so offensichtlich war. Hätten wir einfach auch die Dinge, wo wir dann auch auf die Kette getrippelt sind. Das waren dann in den ersten 20 Minuten schon 6-7 Situationen. Wenn wir die einfach besser ausspielen, dann steht es früher 1-0, früher 2-0 und dann lässt die Gegenwehr dann auch vom Gegner nach. Und nochmal, wir haben es in der ersten Halbzeit sicherlich nicht perfekt gemacht, auf einem sehr stumpfen Platz gegen einen gut organisierten Gegner. Man sieht, wie viele Bundesligisten sich dann auch schwer tun, aber zweite Halbzeit sind wir bei uns geblieben, haben das Tempo dann deutlich erhöht und dann auch folgerichtig 4 Tore geschossen, waren schon noch ein paar mehr möglich, aber in Summe bin ich zufrieden, da kann man schon einige gute Dinge mitnehmen, aber auch Dinge, an denen wir arbeiten können. Und das sind eben diese Überzahlsituationen, gerade dann, wenn wir vor die gegnerische Kette kommen, bessere Entscheidung A in den Laufwegen, bessere Entscheidung am Ball treffen. Das eine bedingt meistens das andere, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Jetzt hat man mit Freiburg gleich einen doch starken Gegner in der Bundesliga. Wird wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel, da geben Sie mir bestimmt recht. Worauf wird es da ankommen? Ja, Freiburg ist eine Mannschaft, die sehr, sehr lange auch schon so zusammen ist. Sie haben jetzt nochmal ordentlich Qualität dazu bekommen mit Rizzo-Doha, mit Kregel, mit auch Gint da hinten. Gut, den haben sie 1:1 ersetzt. Ich glaube, das ist natürlich ein guter Gegner, aber es ist ein Spiel und man muss sich für dieses eine Spiel einen guten Plan zurechtlegen. Wir wissen natürlich auch, dass Freiburg eine gute Flexibilität mitbringt, dass sie sowohl mit der Viererkette spielen als ja auch mit der Dreierkette. Deswegen müssen wir auch beides vorbereitet sein. Und das sind wir auch. Und dann gucken wir mal, ob das, was wir uns vorgenommen haben, dann auch funktioniert. Es kommt zum Wiedersehen mit Michael Gregoritsch. Geht da noch eine SMS hin und her oder eine WhatsApp-Nachricht vor dem Spiel oder ist da eher Funkstille dann? Nein, jetzt ist da Funkstille. Ich denke, dass wir vorher noch mal kurz miteinander sprechen, wenn er dann hier ist. Wir hatten, wie gesagt, sehr, sehr gute Gespräche und war eine kurze Zeit, aber eine sehr gute Zeit. Er ist natürlich ein fantastischer Spieler, der gerade mit dem Kopf große Qualitäten hat vorne. Wir hinten sind sehr spielintelligenter Stürmer, aber wir haben in dem Demi einen bekommen, der richtig intensiv Fußball spielen kann, der brennt und der eine große Entwicklungsfähigkeit mitbringt. Von daher, glaube ich, war es für beide Seiten dann auch ein guter Schritt. Welches Personal steht am Wochenende zur Verfügung? Und dahingehend auch die Frage, haben Sie Ihre Anfangself, haben Sie die schon im Kopf für Samstag? Ja, natürlich hat man grundsätzlich schon auch eine Elf im Kopf, aber wir haben schon noch so 2, 3 Positionen, wo wir uns nicht ganz, ganz klar sind, was wir machen, wo wir auch die letzten Trainingseindrücke noch mit einfließen lassen möchten. Ansonsten ja, ist der Kader ähnlich wie in der letzten Woche. Mats Pedersen hat heute das erste Mal individuell trainiert. Mal gucken, ob wir ihn dann schon auch mit in den Kader nehmen. Aber ja, ansonsten eigentlich ähnlich zu letzter Woche. Jeff, neue Saison, neues Glück, will man fast sagen.
In der vergangenen Saison hat euch so die Konstanz gefehlt. Was stimmt dich denn jetzt zuversichtlich vor dieser Spielzeit, dass man Konstanz in die Leistungen bekommt? Ich denke, wir haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt und haben uns gut entwickelt natürlich. Neuer Trainer ist gekommen mit seiner eigenen Idee natürlich. Macht auch mehr Spaß, dass wir auch selber mehr den Ball haben wollen und von daher auch selber entscheiden können, was wir machen im Spiel und nicht mehr nur gegnerabhängig sind. Und ich denke, wir haben es in der Vorbereitung gut gemacht. Die Stimmung ist sehr positiv auch, denke ich, das merkt man auch. Und ja, wir freuen uns auf das Spiel. Konkret, was ändert sich denn für dich jetzt in der Spielweise? Ich denke, wir spielen ja jetzt mit einem Dreierkette natürlich meistens dann, in die Vorbereitung auch. Letztes Jahr haben wir natürlich oft mit vier gespielt, was auch zu tun hat mit Verletzungen natürlich. Ich denke, vor allem im Ballbesitz ändert sich das meiste für mich, dass ich mehr auch kurz spiele und nicht nur lang. Letztes Jahr haben wir natürlich sehr direkt gespielt oft, was ja auch in viele Spiele uns auch meistens was gebracht hat. Aber ich denke, ja, es tut mir ein bisschen denken an meine Zeit aus Holland, wo man natürlich auch immer von hinten raus spielen möchte. Und von daher gefällt es mir auch sehr gut. Du hast aus Wiedersehen mit Michael Gregoritsch. Hattest du Gelegenheit, dich von ihm zu verabschieden? Hat er sich von euch verabschiedet oder wie war das Prozedere? Ja, der hat sich schon verabschiedet. Der war dann noch mal kurz hier, hat sich von jedem Spieler verabschiedet. Aber wir wissen ja alle, wie es geht. So etwas geht ja ganz schnell und hat dann natürlich auch seine eigenen Termine in Freiburg dann gehabt und dann ist es schon vorbei. Und jetzt spielen wir gegeneinander. Hab lange mit Michael zusammen gespielt natürlich und ich freue mich auf das Spiel gegen ihn. Aber du weißt genau, wo er sich bewegt, wo seine Stärken sind, seine Schwächen, ist wahrscheinlich keine große Überraschung. Nee, also wir kennen uns gegenseitig sehr gut natürlich. Trainer hat es gerade schon angesprochen, mit Kopf hat er natürlich brutale Stärke und der ist groß, stark. Und ich glaube, wir haben ja keine Geheimnisse füreinander. Also von daher freue ich mich auf das Spiel. Worauf wird es gegen Freiburg ankommen? Ja, also wir müssen einfach das weitermachen, so wie wir uns entwickelt haben in die Vorbereitung und nicht nervös werden. Es ist jetzt Bundesliga, es ist mal wieder was anderes auch als ein Pokalspiel und da wird noch eine höhere Qualität gefragt auf dem Platz und ich denke, wir sind auf einem guten Weg und ich denke, ich habe ein gutes Gefühl, die Mannschaft hat ein gutes Gefühl und Kollege vom BR, bitte. Ja, Patrick Eisenacher. Ja, hört man, ja. Auch von mir erstmal Servus in die Runde an Sie, Herrn Maaßen. Der Sprung von Liga 3 in 1, warum sind Sie trotzdem genau der Richtige für diese Liga und für diesen Verein? Ja, warum ich genau der Richtige bin, ich glaube, das sollen andere beurteilen. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Aufgabe, das macht mir großen Spaß. Und ich empfinde einfach da auch eine gute Unterstützung auch von den Jungs und von den Leuten im Umfeld und wie gesagt, ich traue mir das zu. Ich glaube, ich bin diesen Weg sehr langsam und sehr bewusst gegangen und es war klar, dass dann irgendwann der Step passiert und ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier bin. Bei der zweiten vom BVB haben Sie ja auch sehr viele Talente gefördert. Welche Spieler sind Ihnen jetzt gerade in Augsburg schon aufgefallen, die einen sehr guten Eindruck gemacht haben, also junge Spieler? Ja, also grundsätzlich geht es ja immer darum, erstmal, dass die Mannschaft erfolgreich spielt und dann, dass sich alle irgendwo auch weiterentwickeln. Und das geht meistens dann auch im Erfolg ein bisschen besser, als wenn es nicht so ist. Wir haben sicherlich mit dem Aaron Zehnter ein sehr großes Talent für die Linksverteidigerposition. Auf der Position sind wir allerdings auch sehr stark besetzt mit dem Iago, mit dem Mats Pedersen. Er hat jetzt schon die ersten Minuten auch bei uns gesammelt, hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt, aber ist sicherlich einer von den ganz Jungen, den man hier hervorheben kann. Im Pokal haben Sie ja regelmäßig für Furore gesorgt mit Teams, die weiter unten in den Ligen gespielt haben. Jetzt und gegen Bundesligisten gespielt. Jetzt haben Sie mit dem FC Augsburg gar die Chance, direkt gegen Bundesligisten zu spielen mit einem viel besseren Team. Was ändert sich da konkret für Sie?
Ja, was ändert sich konkret für mich? Ich glaube, dass ich meine eigene Art habe, Fußball spielen zu lassen. Das ist ein sehr intensiver Ansatz gegen den Ball. Das braucht ein bisschen Zeit und man muss natürlich die Stellschräubchen immer wieder weiter drehen. Was geht schon und was geht noch nicht? Und natürlich wollen wir nicht nur den Ball nach vorne knallen, sondern wollen auch, wenn es möglich ist, auch einen strukturierten Ansatz mit dem Ball verfolgen, mit einem flexiblen Positionsspiel. Aber es ist nicht verboten, auch mal einen langen Ball zu spielen. Vielen Dank und an den Kapitän. Sie hatten ja, glaube ich, kürzlich in der SZ gesagt, dass es Ihr großer Wunsch wäre, mit dem FC auch mal europäisch zu spielen. Allerdings haben Sie das, glaube ich, eher auf die entferntere Zukunft bezogen. Was müsste denn passieren oder wie sehen Sie die Chancen, dass es vielleicht schon diese Saison klappt, sich für einen Europapokal zu qualifizieren? Ich habe ja, glaube ich, gesagt, es wäre mein Traum. Das ist ja noch mal was anderes natürlich. Ich glaube, jetzt ist auch nicht der Zeitpunkt, um über Europa League oder was dann auch zu reden. Ich denke, wir müssen dann auch wissen, von wo wir herkommen. Die letzten Jahre waren nicht einfach für uns, denke ich. Und jetzt wollen wir erstmal das erreichen, dass wir so schnell wie möglich die Liga halten. Und dann können wir nochmal reden. Vielen Dank. Dann gehen wir in die virtuelle Runde. Den Anfang macht Marion Buck-Kluger. Hallo an alle. Herr Maaßen, eine Frage. Es fiel ja in der letzten Saison schon auf und jetzt auch wieder in der Vorbereitung und auch zuletzt beim DFB-Pokal, dass der Kampf um die verlorenen Bälle nicht in letzter Konsequenz weitergeführt wird. Was haben Sie da in den Vorbereitungen diesbezüglich gemacht und was haben Sie noch vor, das vielleicht wirklich auch noch ein Stück weit zu verbessern? Und vielleicht auch die Frage an den Kapitän, wie möchte man das Mindset schärfen, um hier die verlorenen Bälle wieder zurückzuerobern? Und dann noch eine zweite Frage. Sind wir in Augsburg eigentlich alle schon gewohnt, nicht nur der FCA als Mannschaft und als Verein, sondern auch die Fans, dass wir ja immer ganz gerne als Abstiegskandidat gehandelt werden? Und das ist ja heuer wieder der Fall. Wie gehen Sie damit um? Sagen Sie jetzt erst recht oder ignorieren Sie das einfach, diese Meldungen von den Kollegen? Wie schaut es da aus? Ja, also ich glaube, dass wir ganz gut uns in dem Bereich auch Ballgewinn nach Ballverlust verbessert haben. Ich glaube, das ist schon alleine durch die Struktur mit einem sehr vollen Zentrum bei uns gegeben, dass wir sehr häufig ins Gegenpressing kommen und eben nicht nach Ballverlust wieder die 50, 60 Meter zurücksprinten müssen, sondern die Chance haben, alleine durch die Formation, so wie sie auf dem Feld haben, immer wieder auch ins Gegenpressing zu kommen, weil wir eben mit einem sehr, sehr vollen Zentrum spielen. Das ist meine Einschätzung. Zu der zweiten Frage, ich glaube, das können wir gar nicht beeinflussen. Am Ende waren sicherlich die Endresultate in der Saison immer so, dass Augsburg etwas weiter hinten stand. Deswegen ist es so, dass du logischerweise auch zu diesen Vereinen gehörst, die dann immer wieder auch mit aufgezählt werden. Dazu sind die Aufsteiger, zumindest von den Namen her, natürlich etwas wuchtiger als im letzten Jahr. Aber ich glaube, man sollte sich auf sich selbst konzentrieren und das tue ich, das tun wir. Und wenn man sich gezielt auf jedes einzelne Spiel vorbereitet und nicht immer schon, okay, was bis in den nächsten 6 Wochen schaut, dann ist alles möglich. Wir müssen immer an die 100% kommen, das ist ganz klar. Wir brauchen immer wieder einen guten Plan. Und natürlich ist es wichtig, dass die wichtigen Spieler auch gesund bleiben. Das ist so. Aber ich bin da sehr positiv und da ist mir das dann relativ egal, wo man am Anfang der Saison eingeschätzt wird. Eine Nachfrage von Marion Buck-Kluger. Ja, Sie haben es ja erwähnt, dass Sie sich auch, das ist ja schon passiert, wie man lesen konnte, mit den verschiedenen Medien auch zusammensetzen. Und ich hatte letztes Mal, als Sie sich vorgestellt haben, ja die Frage gestellt, was Sie vorhaben, um mit den Fans in die Nähe zu kommen. Jetzt hatten Sie ja schon beim Tag der Vielfalt die Fans mal erleben können im eigenen Stadion. Jetzt kommt es zum Auftaktspiel daheim. Einige Fans waren auch in Lohne dabei. Gab es da schon Annäherungen? Wie empfinden Sie die Augsburger Fans? Wie können Sie da die Einschätzung von Ihrer Seite aus? Wie sehen Sie das? Ja, also wir hatten gestern Abend einen Fanabend. Das heißt, wir hatten hier fast 300 Fans bei uns im Stadion, haben gegrillt, haben sehr viel miteinander gesprochen. Ich war an vielen Tischen unterwegs und ja, das war ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich glaube, es ist auch zu spüren, dass da eine gewisse Vorfreude jetzt auf das erste Spiel oder auf die Saison herrscht. Und ja, ich freue mich und habe, wie gesagt, nach wie vor ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch mit den Leuten und mit den Fans rund um den Verein. Johannes Kaiser, bitte.
Ja, das Auftaktprogramm ist ja relativ schwierig mit Leverkusen, Freiburg direkt und danach Mainz. Wie wichtig wäre ein Erfolg im ersten Spiel, um positiv in die Saison zu starten? Also nichts ersetzt natürlich drei Punkte oder überhaupt Punkte und Erfolg für die Mannschaft. Ich habe gerade gesagt, das ist dann gerade auch für den Entwicklungsprozess ein bisschen einfacher. Aber klar, egal was passiert, wir werden dranbleiben und wir gehen jetzt nicht in das Spiel und sagen, ja, das ist jetzt unmöglich, dass wir das Spiel gewinnen können. Klar, es sind das zwei schwere Gegner zu Beginn, aber nochmal, wir haben auch Qualität, wir müssen bei uns bleiben, spielen zu Hause das erste Spiel und das ist auch für den Gegner nicht einfach. Wenn die Zuschauer ordentlich mitmachen und wir voll auf Sendung sind, dann wird es auch für Freiburg schwierig. Wie viel Maaßen-DNA können denn die Fans schon am Samstag erwarten? Ja, das weiß ich nicht. Also ich werde so wie immer an der Linie stehen und ich hoffe, meine Mannschaft ist auf Spannung und dann ist da, glaube ich, schon viel Maaßen-DNA. Vielleicht noch eine Frage an Jeff. Du gehst jetzt in deine achte Saison, glaube ich, mit dem FCA. Ist es eine der schwierigsten Bundesliga-Saisons, wenn man sich so die Vereine anguckt, die aktuell in der Liga sind? Wie siehst du das? Vielleicht von Namen her, vielleicht meinen Sie das. Aber am Ende sagt man, hat die Vergangenheit auch gezeigt, dass es nicht immer was sagt, natürlich. Ich denke, vor ein paar Jahren hat auch keiner gedacht, dass Schalke runtergegangen ist. Und wir müssen auch nicht so viel auf andere Vereine schauen, denke ich. Wir müssen unseren Weg verfolgen und dann habe ich ein gutes Gefühl. Johannes Graf. Ist wieder eine Woche vergangen, deswegen die Frage, Reece Oxford, Niklas Dorsch, wie ist da der Stand der Dinge? Kann man jetzt schon wieder mehr sagen? Also erstmal mit der positiven Nachricht, Ruben hat heute Teile mit der Mannschaft trainiert, das erste Training. Das ist sicherlich sehr, sehr erfreulich. Beim Reece ist es nach wie vor ja, ein Auf und Ab und ich denke, er wird auch noch ein bisschen brauchen, bis er mit der Mannschaft trainiert. Und bei Niklas ist es so, der fällt weiterhin 5 bis 6 Wochen noch aus. So ist im Moment der Zeitplan. Freiburg wird auch mit Christian Streich in Verbindung gebracht. Inwieweit kennen Sie ihn? Haben Sie schon mal persönlich kennengelernt? Ja, ist er fast so eine Vaterfigur unter den jungen Trainern in der Bundesliga, kann man sagen. Persönlich nicht. Ich freue mich aber, ihn kennenzulernen. Es ist natürlich der Erfolg des Vereins natürlich sehr eng mit seinem Namen verbunden. Ich glaube, er macht über viele, viele Jahre herausragende Arbeit dort mit seinem Trainerteam. Hat was zu erzählen, auch in der Öffentlichkeit. Ich denke, er passt absolut in die Bundesliga und ist auch ein Gesicht der Bundesliga und ein großes Trainergesicht überhaupt. Gibt es weitere Fragen? Nicht? Dann Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns am Samstag hier im Stadion. Bis dahin. Ciao. Wir sind seit 1907 nicht nur am Samstag.